Oh nein! Hey, wieso wollte ich der mein Auto klauen? Das finde ich aber sehr unfair. Oh, ich hab Beppe. Achso, das war Pepe. Oh, hi. Hi, Pepe. Schön, dich mal kennenzulernen, ne? Ich hab dich natürlich gleich erkannt. Gleich erkannt. Ich hab dir jetzt nicht einfach so umgefahren. Das war ein Akt der Zuneigung. Lance Vance ist in Sicherheit und wir werden angerufen. Tommy, Tomás, it's Cortez. Look, the French are giving me all kinds of trouble, amigo. They're hypocrites. They spend 100 years stealing from poor countries, and they call me a thief, huh? I'm going to need your help as soon as possible, amigo. So please hurry, huh? Tommy, I need you, all right? I hate the damn French. Das ist der Colonel gewesen. Okay, was der wohl mit den Franzosen für Probleme hat. Naja. Schau mal kurz auf die Karte, aber ich glaube, Diaz? Echt jetzt? Oder ist das der Vance, der auf uns wartet, um, ja, damit wir mit seiner Hilfe halt den Diaz ausschalten und so weiter. Ich vermute es mal so. Denn jetzt nochmal Arbeit für den Diaz zu erledigen, glaube ich, ist ein bisschen unsinnig, wenn seine Leute uns schon fast getötet hätten in der letzten Mission. Es ist irgendwie nicht so nett. Nicht nachmachen. Und ein deutsches Lied im Hintergrund. Ein deutsches Lied. Oh Gott. Nein! Und Autofahren habe ich scheinbar auch verlernt. Okay, gut. Dann würde ich mal sagen, spielen wir noch kurz die Mission von dem Kuban / Haiti. Ja, nicht Haiti. Oder doch? Ja doch, Haiti, genau. Von dem Kuban. Kubanischen müsste das dann sein, von dem kubanischen Chef da, keine Ahnung. Und danach kümmern wir uns dann um die beiden anderen Missionen, damit wir die Storyline der Kubaner mal erledigt haben. Vielleicht geht sie zwar später noch weiter, aber ich will zumindest erstmal schon die zumindest mal aus dem Weg haben. Denn die finde ich jetzt nicht so spannend. Diesen kleinen Bandenkonflikt da, den sollen sie sich mal schön selber auspokern. Kommt man hier eigentlich auch durch? Tatsächlich. Wusste ich gar nicht. Kisten! Mehr Kisten! Ja, dieses Spiel hatte schon Jahrzehnte oder eher ein Jahrzehnt vor Battlefield 3 eine fette Zerstörungsengine. Oh mein Gott. Man konnte Kisten kaputt schwaden. Trojanisches Voodoo. Hey Lady! You know what I'm gonna do? I'm gonna kill me a Haitian. And then... And then I'm going to make love like a man. You know that, Chica? Something like this. He's so gross. Loser. Prick. Hey, baby. I wouldn't touch you with a 10-foot pole. Humberto Romina, he likes the ladies. Not some goat in a skirt. Tommy. Tommy. I love you. I love you. Let's go. Go where? Can I get a cup of coffee first? No time for coffee. Besides, I just had one. We're going to take out the Haitians. Tommy, how do you take out a snake? You bite him in the ass. Whatever you say, Humberto. Tommy, you go and get us a little Haitian car. When you get it, come back and pick up my boy, Pepe. And take them out to the Haitians. Then, you go around to the Haitians' processing plant. And you use their solvent as an explosive. Boom! Bye-bye! Humberto, what about you? I'm going to stay behind and watch over the cafe with Papa. He not feeling so good, you know? The last thing I needed was this. Maybe the last thing I needed was an enema, but this comes close. Also wenn der Typ da öfter mal im Café rumgammelt, dann weiß ich ja, wieso das keine Geschäfte oder keine Gewinne verzeichnen kann. Wenn der alle Gäste verscheucht. Oh nein! Hey, wieso wollte ich der mein Auto klauen? Das finde ich aber sehr unfair. Oh, ich hab Beppe. Achso, das war Pepe. Oh, hi. Hi, Pepe. Schön, dich mal kennenzulernen, ne? Ich hab dich natürlich gleich erkannt. Ich hab dir jetzt nicht einfach so umgefahren. Das war ein Akt der Zuneigung. So, und jetzt? Wohin? Wohin sollen wir fahren? Ich weiß es nicht, wohin wir fahren sollen. Leute! Das ist
S-Klasse für dich. Jetzt werden wir nur von der Polizei gesucht. Gibt's vielleicht auf der Karte einen Hinweis, wo wir hin sollen? Du bist hier. Und dann kam ein riesiger rosa Pfeil vom Himmel. Ja. Ich habe mich verfahren, Alter, weil ich nicht weiß, wo wir hin sollen. Ich hätte vielleicht mal besser aufpassen sollen oder so. Ja, was kann ich denn wissen, dass jetzt auf einmal sich das Spiel umentscheidet, mir keine Checkpoints auf der Karte anzuzeigen und stattdessen mich einfach blindlings drauf losfahren lässt. Ja, dann war ich auch mal hier in das Gebiet der, ne, Haitianer und so. Oh, ich sehe nix, ich sehe nix. Links oder rechts, links oder rechts. Ah, ich sehe wieder was. Ja. Hä, jetzt sind wir beim Pizzaladen vorbeigekommen und der meinte, die machen hier nette Pizzas. Das, okay. Finde ich zwar nicht so, aber gut. Ja, wohin? Es sind irgendwelche gescripteten Events, wenn wir an verschiedenen Orten vorbeikommen. Aber was soll mir das bringen? Der wartet sogar auf mich. Ja! Fuck. Steig aus mal. Steig aus, Kumpel. Kumpel! Peppe? Peppe? Peppe, was ist los? Peppe? Scheiße, holt den Krankenwagen! Kann hier denn niemand den Krankenwagen rufen? Leute! Leute, das ist ein Notfall. Hat denn keiner ein Handy in den 80ern? Hallo? Sieh da! Sieh da auf ihrem Bike! Können Sie bitte den Krankenwagen rufen? Das ist ein Notfall, Mann! Dann fahr ich eben selbst! Und hol mir erstmal eine Schutzweste. Und dann passe ich besser auf bei der Introduction. Okay. Los geht's! Auf dem Freeway, mit dem Freeway! Wir sind die Kids of America! Uhu! Wir sind die Kinder... Oh, ja, genau! Genau! Sonst noch was, hä? Wo hast denn du fahren gelernt? Ah, klasse, jetzt habe ich meine Schutzweste verloren. Die wird jetzt noch nicht gerespawnt sein, oder? War klar, ne? Come on. Nope. Die einzige Möglichkeit, die mir gerade einfallen würde, wäre, wenn wir vielleicht speichern und dass die dann respawnen, weil beim Speichern vergeht eine gewisse Zeit. Ich versuche es einfach mal. Hoffen wir, dass es funktionieren wird. Jetzt versuche ich mal was anderes, was ziemlich crazy ist. Wuhu! Oh, Hilfe! Oh, ich hab's überlebt. Ja, ich brauche eine Schutzweste, keine HP. Wenigstens weiß ich jetzt, wo ich die herbekomme, falls ich mal welche brauche. Und wie komme ich jetzt wieder hier vom Dach? Das ist mein Problem, glaube ich. Upp! Autsch! Hey, hier wäre auch eine Garage. Können wir das hier nicht kaufen? Das ist doch viel luxuriöser als meine Bude. Nee, ist es nicht, aber es hat mehr Garagen. Komme ich hier überhaupt wieder raus? Irgendwo vielleicht? Oh, oh. Auf. Ich passe ja auf, keine Sorge. Ich bin alter ihr. Und Ezio ist mein zweiter Vorname. So. So ein Assassin's Creed im 80er-Style. Wäre eigen. Wäre definitiv eigen. Hallo, Madame, kann ich Ihnen bei Ihren Einkäufen helfen? Du hörst dich sehr merkwürdig an, Frau. Ich glaube, du solltest mal zum... Keine Ahnung, zu einem Arzt gehen. Zu irgendeinem Arzt einfach. Ich will eine Zeitung kaufen. Die Sun Post. Nein, eigentlich will ich nichts kaufen, ich will nur ein Auto kaufen.
Hallo. Boah, ist das schnell. Ich kann mich kaum halten. Diese Geschwindigkeit. Jesus. Ups. Sorry, Lady. Du bist ein Stoner. Na, wie die aussieht, bestimmt eigentlich. Komm schon. Yes. Da ist sie. So, und jetzt nochmal zurück. Und diesmal werden wir hoffentlich nicht überfahren von irgendwelchen rüpelhaften haitianischen Gangstern. So. Ich weiß auch wirklich nicht, was da los war. Weil das ist ja ziemlich, also im Spieldesign technisch ziemlich doof. Ein altbewährtes Feature, auf das sich der Spieler mittlerweile seit Dutzenden von Missionen verlässt, einfach dann zu streichen. Also, dass das Missionsziel auf der Karte mit einem rosa Quadrat angezeigt wird, meine ich jetzt. Aber das kann ja normalerweise nicht sein. Ich habe es wahrscheinlich einfach nur nicht zugehört und vielleicht mussten wir einfach, keine Ahnung, irgendwas suchen und deswegen wurde es nicht angezeigt oder so. Naja. Auch wenn da meistens so ungefähr der halbe, halbwegs die Richtung vorgegeben wird. Wenn wir was suchen müssen. Hey Lady! You know, ja, ja, ich kenne das schon. Ja, komm, wieso musst du vorstellen, so lange sein? Ja, ja, ja. And then I'm going to make love like a man. You know that she's got something like this. Gross. Loser. Da muss man eigentlich auch sowas erwarten. I wouldn't touch you with a 10-foot pole. Humberto Romina, he likes the lady, not some goat in a skirt. Tommy, I love you. I love you. Let's go. Go where? Can I get a cup of coffee first? No time for coffee. Besides, I just had one. We're gonna take out the Haitians. Tommy, how do you take out a snake? You bite him in the ass. Whatever you say, Humberto. Tommy, you go and get us a little Haitian car. When you get it, come back and pick up my boy, Pepe. And take them out to the Haitians. Then, you go around to the Haitians' processing plant. And you use their solvent as an explosive. Boom! Bye-bye! Ja, wo ist diese merkwürdige Laboranlage? I'm going to stay behind and watch over the cafe with Papa. He's not feeling so good, you know? The last thing I needed was this. Maybe the last thing...